22. Das Train-Denkmal findet hier seine Fortsetzung. Dieses Denkmal, das Denkmal der 13er, das erinnert an die Soldaten der 13. Das Infanterieregiment Herbert von Wittenfeld, des 1. Westfälischen Nummer 13. Das war vorher relativ unbedeutend. Es hatte in der Ägidi-Kaserne, die später eine Polizeikaserne geworden und danach ja dieses Ägidi-Zentrum, ist dann verlagert worden in die Bremener Straße und aufgelöst worden mit den 100.000 Mann hier, also nach dem Versailler Vertrag. Die Bedeutung dieses Denkmals ist eigentlich erst in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, zum Tragen gekommen. Da hat der Ring Deutscher Soldatenverbände zu Münster sich gegründet und gesagt, so mehr oder weniger klar, das bisherige Gedenken der Kriegstoten am Volkstrauertag reduziert sich sehr stark auf die Opfer als Widerstand des Nazi-Regimes und der zivilen Kriegstoten. Wir müssen aber auch der und vorrangig der Soldaten gedenken. Der Krieg hat ja nun auch in der Dynamik dessen, wie die Anzahl der Ziviltoten gegenüber den militärischen Toten ist, nimmt der Anteil der Soldaten im Verhältnis zur Zivilbevölkerung rapide ab. Das ist auch bis heute noch massiv. Heute aktueller denn je, wenn der Drohnenkrieg mit einem Knopfdruck stattfindet und die Hochzeitsgesellschaft in Afghanistan in die Luft fliegt, dann ist da kein Soldat bei gestorben. Der Krieg findet sehr stark im zivilen Bereich statt und hier, die Soldatenverbände haben sich sehr stark darauf konzentriert zu sagen, unsere toten Kameraden, auch den Hinweis darauf, den Toten beider Weltkriege dazu gedenken, das sollte dann stärker beim Volkstrauertag in den Mittelpunkt stehen. Beteiligt waren hieran die klassischen Soldatenverbände in Münster, aber auch so Organisationen wie das Afrika-Korps und die Hilfsorganisation auf Gegenseitigkeit. Hilfsorganisation auf Gegenseitigkeit war die SS-IAC. Das war eine Nachfolgeorganisation der SS, die versucht hat, denjenigen, die nicht gut überlebt haben im Krieg, als Soldaten, die nicht nachher in irgendwelchen Hierarchien wieder eingestiegen oder besser eingestiegen sind, denen dann zu helfen. Das war die Gegenseitigkeit. Wir lassen da niemanden im Regen stehen von denen, die mit uns in, sag mal, in Auschwitz oder sonst wo oder in Stalingrad gewesen sind. Die lassen wir nicht im Regen stehen, sondern die sollen auch heute dann unterstützt werden. Daher auch der Spruch Treue und Treuer. Hier hat es dann Auseinandersetzungen gegeben in den 70er, 80er Jahren, seitens der Friedensbewegung,
dass also eben das keine anständige, keine mit Anstand besetzte der Volkstrauertag ist. Und ich habe hier unter anderem mit einem Bekannten eine Anzeige bekommen, 1989 von einem Richter des Oberlandesgerichtes in Hamm, der auch gleichzeitig Vorsitzender des Rings Deutscher Soldatenverbände in Münster war, Herr Klingsporn, der dann die Anzeige erstattet hat wegen Volksverhetzung, weil ich Plakate hochgehalten habe, Soldaten sind Mörder. 10 Jahre später habe ich dann von meinem damaligen Anwalt Christoph Stresser die Mitteilung bekommen, dass nach ganz vielen verschiedenen Stationen, Amtsgericht, Oberlandesgericht, Landgericht und wieder zurück bis hin zum Bundesverfassungsgericht, dann doch irgendwann ein Freispruch da war. Der Volkstrauertag wird heute nicht mehr hier begangen. Das ist eigentlich einer der ganz großen Erfolge der Friedensbewegung, wobei wir können aber auch nicht ganz viel dafür. Wir haben, als wir den Spruch Treu und Treu gelesen haben, oder der uns präsent war, habe ich durch Zufall in einer Nazi-Zeitschrift, nein, in einem Blog, Augen geradeaus, gelesen, dass in einer Nazi-Zeitschrift der Jungen Freiheit, die sich darüber beklagt haben, dass in Afghanistan der Spruch Treu und Treu für die Bundeswehr verboten sei. Daraufhin habe ich mich nur daran erinnert, dass Treu und Treu auch hier drauf steht. Habe eine Anfrage über den Bundestagsabgeordneten Hubertus Zebel im Bundestag initiiert. Der hat die Anfrage geschickt, ob Bundeswehrsoldaten hier an dieser Veranstaltung teilnehmen dürfen, wenn hier Treu und Treue drauf steht. Daraufhin gab es die Antwort, nein, dürfen sie nicht. Damit war das Ding mehr oder weniger aus der Welt. Ohne Bundeswehr macht der ganze Militarismus wenig Sinn. Und deshalb hat dann der Ordnungsdezernent dieser Stadt, Herr Heuer, der auch gleichzeitig Vorsitzender des Volks- und Kriegsgräberfürsorge ist, hat dann gesagt, oh, da kommen wir ja ganz schön in Schlamassel, wenn die Bundeswehr nicht dabei ist und wir dann nur noch mit den Nazis, nur noch mit den rechten Burschenschaften hier stehen, da kommen wir ja richtig in Schwierigkeiten, und hat dann gesagt, die Stadt zieht sich aus dem zurück und macht die Veranstaltung im Rathausinnenhof. Eine kleine Anfrage hat dann relativ viel bewirkt, der Volkstrauertag hat sich damit von seiner Gestaltung auch und von allem drum und dran auch verändert. Das ist wirklich für mich. Ich fand die Klammer. Ich bin auch recht froh darüber, dass das so gekommen ist. Weil das war eine Mummenschanz, das ist unglaublich. Ich habe die mal erlebt, wie die vom Lindenhof sich da alle kannten, alle von den Burschenschaften über das Militär, alles kannte sich da und ging dann hier hin. So erstmal da fast schon, wann haben wir denn unser nächstes Besäufnis, und dann hier hin. Kranz wiederlegen und dann wieder zurück. Also es war schon FBM-Ambulanz. Gut, das hier zu diesem Denkmal. Da kann man, glaube ich, noch eine Menge mehr zu sagen, aber auch zu der Gestaltung hinten muss man einfach sich mal angucken und macht manchmal auch Sinn, dass man den Hintergrund kennt. Da sind ja unsere Freunde wieder. Ja. Die waren ja vorhin. Haben wir noch Plane? Jetzt ist er weg. Haben wir noch Plane? Jetzt ist er weg.